Wenn Sie als Angestellter einen Weg zur Arbeit haben von zum Beispiel 30 Kilometer und in der Steuererklärung, da geben Sie aber mal 32 oder 33 Kilometer an, weil das dem Finanzbeamten hier einfach nicht auffällt, dann ist das eine Steuerhinterziehung und kann mit Haftstrafe bestraft werden. Und häufig sind das so Kleinigkeiten, die fallen nicht auf. Andere Promis machen das aber durchaus im großen Stil und hinterziehen damit über Hunderte von Millionen Euro. Dazu gehören Promis wie Theo Sommer, Klaus Zumwinkel, Boris Becker, Steffi Graf, ihr Vater Peter Graf, Paul Schuckemöhle und so weiter und so fort. Und die schauen wir uns heute alle mal an. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und dabei beraten wir unsere Mandanten auch bei dem Thema der Steuerhinterziehung, also der Vermeidung von Steuerhinterziehung, wie man im Nachgang mit dem Thema Steuerhinterziehung umgeht und auch wie man eine strafbefreiende Selbstanzeige abgibt. Weil die Steuerhinterziehung ist die einzige Straftat in Deutschland, bei der sie durch Reue und durch aufrichtige Anerkennung und Nachzahlung der Steuer straffrei rausgehen können. Bei jeder anderen Straftat, da bringt es nichts, wenn Sie sich entschuldigen und irgendwas nachzahlen. Da kommt die Strafe dann automatisch, vielleicht im geringeren Maße. Aber bei Steuerhinterziehung, da können Sie in der Tat mit der Selbstanzeige straffrei rausgehen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Selbstanzeige, rufen Sie gerne einmal an. Und wir gehen die Steuerhinterzieher in Deutschland einmal durch, die alle prominent sind. Und wir fangen vorne an. Der Theo Sommer, ja? Das ist ja der ehemalige Herausgeber der Zeit und der hat zwischen 2007 und 2011 Steuern in Höhe von 649.000 Euro hinterzogen, weil er war nebenberuflich selbstständig, also freiberuflich tätig und ja, letztendlich hatte er die Einkünfte nicht richtig deklariert und 2014 wurde er dann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 7 Monaten verurteilt und musste zusätzlich noch eine relativ geringe Geldstrafe zahlen von 20.000 Euro. Ich würde sagen, der Theo, der ist hier nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Bisschen härter hat es hier Klaus Zumwinkel getroffen. Der war ja der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG in Bonn und der hatte eine liechtensteinische Stiftung gegründet. Die Rechtslage damals war noch ein bisschen anders und er hat es leider nicht richtig gemacht und den Finanzbehörden gegenüber auch nicht richtig deklariert. Und dabei hat er dann in den Jahren 2001 bis 2007 ungefähr 1 Million Euro an die liechtensteinische Stiftung überwiesen und die darauf entfallene Steuer nicht entrichtet. Und dann war er auf eine Steuer-CD, die die Bundesregierung in Deutschland eingekauft hat. Man hat erkannt, dass Klaus Zumwinkel die Steuern nicht, aber die Einkünfte nicht angegeben hat und die Stiftung generell nicht richtig strukturiert hat im Ausland. Und letztendlich musste er dann die Steuern nachzahlen. Zusätzlich hat er noch 2 Jahre Haft bekommen, die wurde allerdings auf Bewährung ausgesetzt. Und zusätzlich musste er noch eine Geldstrafe zahlen von 1 Euro. Ihn hat es also durchaus härter getroffen. Liechtenstein gehört zum europäischen Währungsraum und seit 2009 werden die Stiftungen dort viel einfacher anerkannt. Dazu habe ich bereits einige Videos gemacht, deswegen beraten wir sehr viel und sehr umfassend zum Steuer- und Stiftungsrecht in Liechtenstein und gründen mit unseren Kooperationspartnern da auch sehr viele Stiftungen durchaus und generieren damit sehr viele Steuervorteile. Das hat Klaus Zumwinkel leider nicht richtig und nicht gut gemacht. Kommen wir zum nächsten Fall. Boris Becker. Der hat auch Steuerhinterziehung begangen, weil er seinen Wohnsitz in Deutschland verschleiert hatte. Ne? Zwischen 1991 und 1993 hat er auf diese Weise 1,7 Millionen Euro an dem deutschen Fiskus vorbeigeschleust. Dazu wurde er dann 2002 verurteilt, 2 Jahre Bewährungsstrafe und zusätzlich noch eine zusätzliche Strafzahlung von 500.000 Euro an den Fiskus. Der Boris bleibt nicht der einzige Tennisspieler, der Steuern hinterzogen hat. Steffi Graf, die bekannte Tennisspielerin, hatte auch Steuern hinterzogen. Bei ihr war aber die Besonderheit, sie konnte vor Gericht nachweisen, dass sie nicht ihre eigene Steuer hinterzogen hat, sondern ihr Vater die gesamten steuerlichen Angelegenheiten übernommen hat und deswegen der Vater der Steuerhinterzieher war. Das ist eine absolute Besonderheit im deutschen Steuerrecht gewesen oder Steuerstrafrecht gewesen, dass die Person, die den Steuervorteil hat, die Steuerhinterziehung offensichtlich nicht selbst begangen hat. Ja? Dabei ging es um einen Gesamtbetrag von 12,3 Millionen D-Mark. Ja? Den hatte sie zwischen 1989 und 1993 unversteuert gelassen. Und deswegen wurde sie 1997 auch, ihr Vater, für 1997 für schuldig verurteilt. Er hatte dann 3 Jahre und 9 Monate ohne ursprüngliche Bewährung bekommen. Also eine ziemlich harte Strafe und musste ungefähr 10 Millionen Mark nachzahlen. Das Problem an dieser Gestaltung war, dass die beiden das nicht mit einem sehr renommierten Steuerberater und Steueranwalt machen wollten, sondern zurückgegriffen hatten auf einen Steuerfachgehilfen, der dann allerdings die Struktur falsch aufgesetzt hat. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht und das die Steuerhinterziehung von Steffi und Peter Graf nochmal detailliert analysiert. Das Video verlinke ich Ihnen hier oben. Paul Schuckemöhle war eine extreme Legende im Bereich des Springreitens. Ja? Er hatte sogar 22,6 Millionen D-Mark Steuern hinterzogen.
Manchmal frage ich mich, was man mit Springreiten verdienen muss. Da muss man auch 100 Millionen verdienen, um mal 22 so vorbeizuschleusen. Wahnsinnig viel. Dazu hat er auch eher eine Stiftung in Liechtenstein genutzt. Die hat er nicht ordentlich deklariert. Das ging also dann durchaus wieder in die Hose. Und die deutsche Finanzverwaltung hat dann auch eine Steuer-CD im Ausland angekauft. Da war er dann drauf. Er hat noch versucht, schnell eine Selbstanzeige abzugeben. Das hat leider alles nicht mehr so funktioniert. Letztendlich war die Konsequenz, dass er eine Bewährungsstrafe von, in Anführungsstrichen, nur 11 Monaten bekam. Steuer musste natürlich plus zusätzliche Zinsen nachzahlen. Wir bleiben im Bereich des Sportes. Uli Hoeneß. Das war ja der ehemalige Präsident des Fußballvereins FC Bayern München. Und auch der hat im Ausland Spekulationsgeschäfte mit Devisen gemacht. In der Summe hat er 18,5 Millionen Euro gestanden. Es gibt Medienberichte, wonach es wohl 27,2 Millionen waren. Die Selbstanzeige, die er abgegeben hat, die war nicht wirksam. Und letztendlich wurde auch er verurteilt zu 2 Jahren ohne Bewährung. Aber letztendlich kam er dann doch wieder nach ungefähr einem Jahr aus Haft raus. Wir ändern die Branche und kommen nun zu Ärzten, die Steuern hinterzogen haben. Eduard Zwick, das war ein Arzt, der hatte mehrere Heilbäder in Deutschland, aber wollte irgendwie keine Steuern zahlen. Er hat dann am Ende in der Summe 70 Millionen D-Mark am deutschen Fiskus vorbeigeschleust. Und als das Finanzamt dann doch irgendwie die Steuern schätzte und eintreiben wollte, ist er ins Ausland ausgewandert. Bisschen später, er war dann in der Schweiz und USA, ein bisschen später hat dann der Junior Zwick die Geschäfte übernommen mit den Heilbädern und hat dann auch, als Geschäftsführer die Pflichten gehabt, alles nachzuerklären, hat ein Teilgeständnis abgegeben, aber dann wurde der Junior, weil das anscheinend auch nicht schnell genug vonstatten ging, zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten und einer Geldstrafe von 32 Millionen D-Mark verurteilt. Das war ordentlich und das hat wehgetan. Sie merken, Steuerhinterziehung ist in Deutschland sehr prominent. Nicht nur, dass es Prominente machen, sondern es machen auch sehr, sehr, sehr viele. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare, ob Sie das als Angestellter in Ordnung finden, statt 30 Kilometer vielleicht 32 Kilometer in der Steuererklärung anzugeben. Ob Sie das in Ordnung finden, dass Spitzensportler auch versuchen, die Steuerlast international zu reduzieren. Oder ob beides überhaupt gar nicht in Ordnung ist. Wenn Sie andere Promis analysiert haben wollen, was die an Steuern hinterzogen haben wollen, schreiben Sie mir deren Namen gerne ebenfalls in die Kommentare und denken Sie daran, diesen Kanal einmal zu abonnieren, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und vielen Dank.